Okay, jetzt ist es auch auf meinem linken Arm. Könnte es damit zu tun haben, dass deine Kräfte stärker werden. Merkwürdig. Tapfere Krieger Redders! Der Baum des Opfers steht kurz vor der Reife. Dieses verfluchte Land wird bald reingewaschen. Eine Aufgabe, eine einzige, liegt noch vor uns. Wir müssen den Baum schützen. Und wenn es jeden Einzelnen von uns das Leben kostet. Wir müssen hochklettern. Es ist Zeit. Ja, legen wir los. Kriegst du noch an den Beinen? Die Kraft, die Bray vom Baum des Opfers absorbiert hat, hat ihr neue magische Kräfte gewährt. Trefferpunkte Maximum 175. Zeigen 120. Ausdauer um 100 Punkte. Achso, was ist das? Okay. Ich brauche mehr Mana. Du dich? Ein Heiltrank oder zwei könnte ich brauchen. Sieht aber schon cool aus. Kann man sich machen lassen, ja? Wetten, wenn ich jetzt den Baum hochkletter, schalte ich die größere Karte frei. Oha. Was wetten wir? Nichts. Oder eine neue Karte und ich komme nie wieder zurück. Zu sich den Kopf zerbrechen, stimmt's? Quent, komm, kannst du zurück? Oh, hey! Wir legen's drauf an. Anders als Sinter weiß ich noch, was es heißt, eine Tante zu sein.
Bin ich froh, dich zu sehen. Nicht jetzt. Du hast nicht zufällig einen Plan. Zum richtigen Zeitpunkt gibst du das Zeichen zum Angriff. Zinta, die Verbündetenanzeige hoch, drückst du Zinta einen mächtigen Unterstützungszauber ein. Dabei wird die Verbündetenanzeige geleert. Aufladen kannst du sehen, wie du Gegner angreifst oder den Marktparcours benutzt. Fusionsmagie. Sintas Unterstützungszauber machen getroffene Gegner anfällig für mächtige Fusionsmagie. Halte R2 gedrückt, um einen abgeladenen Zauber auf einen Feind loszulassen, den Sinta gerade angegriffen hat. Weiß Magie reagiert mit der von Sinta und fügt eurem ahnungslosen Gegner gewaltigen Schaden zu. Das Zeitfenster für Fusionsmagie ist klein, also nutze die Chance, sie zu aktivieren. Ist das? Sind das Magie? Was war das? Wow, was war das? Haben unsere Kräfte miteinander reagiert? Hey, sein Schild ist weg! Wir müssen handeln! Jetzt! Los geht's! Also! Was ist das? Blitze! Sein Wurf ist auch noch Blitze? Zu lang! Ich darf mich nicht abfackeln lassen.
Ja, das ist okay, ich kann trotzdem noch einen Leister aufladen. Achtung! Feuerball! Ich ende hier noch als Grillteller! Jawoll! Oh, warte, lass mich hier rein. Oh, hey. Du bist dran, Arschkrampe. Es ist noch lange. Oh. Center, hör zu, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe dich nur gerettet, weil dein Tod mehr Schaden anrichten würde, als dir klar ist. Welch angenehme Überraschung. Willkommen in Visoria, Tanta Cinta. Gewiss hat sich hier vieles verändert, seit ihr das letzte Mal hier wart. Hey, Mr. Tattoo-Künstler! Was soll der Scheiß hier, hä? Oh, meine Güte. Ein sehr kooperatives Behältnis, wie ich sehe. Das spart mir viel Zeit und Mühe. Was zum Teufel heißt das bitte? Wäre es nicht besser zu fragen, warum diese noble Tanta so wild entschlossen scheint, eine einzelne Soldatin zu retten, während gerade ein Krieg wütet? Hör ihm nicht zu, Talia. Alles, was er zu tun gedenkt, ist Zwietracht säen. Okay, was ist hier los? Was verschweigst du mir? Verzeih mir, ich kann es dir nicht sagen. Oh, wo sind nur meine Manieren? Es ist dir gewiss sehr unangenehm, deinem Schützling endlich reinen Wein einschenken zu müssen. Also bitte, lass mich mal. Es ist eigentlich ganz einfach, Kleines. Deine geliebte Tante hat vor, dich zu töten. Das ist unmöglich. Sie hat mich gerettet. Schon wieder! Cinta, sag was! Deine hochgeschätzten Tantas haben die Dämmerung einmal aufgehalten, aber es gelingt ihnen sicher kein zweites Mal. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Das Ende ist... Du kommst mit mir! Wehr dich nur, solange du noch kannst.
ist es wahr? Ja. Aber warum? Und Schluss mit Lügen und Geheimnissen. Sag mir einfach die Wahrheit. Wenn du willst. Wenn ich dich nicht heute noch töten sollte, wirst du dem ganzen Reich den Tod bringen. Was? Die Zeichnung bedeutet, dass du zur Waffe geworden bist. Wir wissen nicht genau wie. Aber wenn sie erscheint, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Betroffene... bis du explodierst. Mit katastrophalen Folgen. Soll das heißen, ich bin eine Art Bombe? Meine Aufgabe war es, dich zu finden. Dich an einen abgelegenen Ort zu bringen. Dort angekommen, in sicherem Abstand zur Bevölkerung Athias, sollte ich dich töten. Und danach selbst fliehen. Ich weiß es. Es muss schmerzlich für dich sein, das zu hören, aber wir Tantas haben all unsere Optionen abgewogen. Nur dein Tod kann den unzähliger anderer vermeiden. Darum hattest du es so eilig, von dort zu verschwinden. Und hast nicht Halt gemacht, um die Leute zu retten. Sie wären sowieso gestorben. Und so viele andere auch. Wegen mir. Es war keine einfache Entscheidung für mich. Aber das ist das Los der Tantas. Manchmal haben wir eben Blut an den Händen, verstehst du? Alles geschieht für Athia. Und kein Preis ist so hoch dafür. Verstehe. Tust du das? Ich habe auch mal ziemlich ein Mist gebaut. Und sehr viele verletzt. Oh, ist doch von mir die Rede? Ich habe versprochen, so einen Fehler niemals wieder zu machen. Also wenn es dazu dient, die Menschen in Athia zu schützen, dann tu es. Töte mich. Bitte was? Talia. Und, danke, dass du ehrlich zu mir warst. Wir befinden uns unterhalb der Burg. Wenn wir gegen Aldakor kämpfen, musst du bereit sein. Du lässt einfach zu, dass Talia getötet wird? Und sprichst dich auch noch dafür aus? Du verstehst das nicht. Ich kann fühlen, was sie gefühlt hat. Ich weiß, dass sie genau dasselbe getan hätte. Was für ein Unfug. Glaub, was du willst. Aber sie hätte alles für Athia gegeben. Da bin ich mir sicher. Unsere seltsame Geschichte. Vor langer Zeit befanden wir uns im Krieg mit unseren Nachbarn aus Redder. Nachdem wir sie von unseren Küsten vertrieben hatten, wähnten wir uns dem Kriegsende nahe. Doch wir ahnten nicht, wie tief sie im Angesicht ihrer Niederlage sinken würden, denn sie sandten uns ihre ultimative Waffe, den Dämon namens Susurrus. Totenzerstörung kam über ganz Ezio. Nur unter großen Strapazen und nach vielen Opfern gelang es der ersten Tanta schließlich, ihn zu bannen. Doch auch danach wurde er noch als zu gefährlich eingeschätzt. Darum wurde eine Entscheidung gefällt. Sie teilte ihn in mehrere Stücke, die bis in alle Ewigkeit voneinander getrennt verwahrt werden sollten. Talismane,
spezielle Insignien, die von Odas Leibwächtern getragen wurden. Jeder Talisman wurde von den Tantas persönlich geweiht und gewährt seinem Besitzer einen Vorteil auf dem Schlachtfeld. In den Talisman eines Soldaten sind diverse Angaben graviert, wie der Name, der Heimatort und die nächsten Angehörigen. Dies soll sicherstellen, dass gefallene Krieger im Mausoleum von Kipol betrauert werden können, wie es Tradition ist. Der Baum des Opfers. Ein magischer Baum über den Zinnen der Burg Visoria, der sein gigantisches Wachstum den vielen Menschenleben verdankt, die ihm geopfert wurden. Seine Wurzeln können die Lebenskraft eines Menschen absorbieren, die in die Energie umwandeln, die für den unheimlichen Riesenwuchs erforderlich ist. Was sie wohl vom traurigen Schicksal der heutigen Tantas halten würde? Ach, halt dein Maul.